Hey, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur letzten Episode der WM-Analyse der Gruppen für die WM 2018 in Russland. Wir sind am Start heute mit Gruppe H und diese Gruppe ist auch vom Niveau her so ein bisschen wenn man sie von den anderen Gruppen vergleicht, natürlich soll das jetzt nicht diskreditierlich gegen Japan, Polen, Senegal oder Kolumbien sein, aber man muss schon trotzdem sagen, dass es qualitativ einen großen Abfall gibt, wenn man sieht, dass in jeder anderen Gruppe zumindest ein internationaler Top-Favorit auf den WM-Titel vertreten ist und halt eben in der letzten Gruppe H nicht. Allerdings ist das dadurch auch automatisch die spannendste Gruppe, denn die Frage ist, wer wird es schaffen, sich fürs Achtelfinale zu qualifizieren? Weiter geht es wahrscheinlich für niemanden, aber zumindest ist die theoretische Möglichkeit da, sich ins Achtelfinale zu spielen und das ist für viele Spieler ein Anreiz, denn die können damit richtig auf sich aufmerksam machen und zum anderen ist es natürlich auch für das Land eine große, große Chance, was den Fußball angeht. Ich werde alle vier Teams beleuchten in der Reihenfolge, in der ich glaube, dass sie am Ende stehen werden. Und das hat alles seine Gründe. Und ihr werdet ihr hoffentlich verstehen im Laufe dieses Videos. Ich bin auf jeden Fall mehr als gespannt, wie das Ganze denn am Ende ausgeht. Und wünsche mir, dass ihr eure Meinung in die Kommentare schreibt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Wichtiger ist aber natürlich der Kommentar. Diskutiert mit mir, diskutiert mit euren Freunden, zeigt euren Freunden das Video. Und ich bin auch sehr dankbar, wenn ihr bei OneFootball vorbeischaut. Mein Partner für diese Videoreihe hier, der kriegt ihr die neuesten Live-Scores, Transfergerüchte und Kaderinformationen. Alles zur WM und alle Live-Scores, wie gesagt, alles, was ihr irgendwie braucht, direkt auf euer Smartphone, kostenlos im Apple und im Play Store. Also definitiv lobenswert, diese App sich runterzuladen, auch für die Bundesliga-Saison, denn nicht nur bei der WM gibt es da Informationen, sondern auch zu allen euren Lieblingsteams. Also checkt hier auf jeden Fall mal aus, unterstützt mich damit. So, dazu Instagram und Twitter, wenn ihr mit mir diskutieren möchtet, während der WM, während den Spielen und so weiter und so fort. Wir legen los mit Polen. So, tut mir leid an alle Polen, die dieses Video sehen. Ich denke, Polen wird als letzter aus der Gruppenphase ausscheiden. Warum? Weil Polen nur, ja, das ist jetzt auch ein bisschen böse, aber einen Weltklasse-Spieler hat und ansonsten viele, viele gute, aber halt eben nicht die, um weiterzukommen. Und nicht die Moral, um weiterzukommen. Also Polen darf man nicht unterschätzen. Es werden auch viele polnische Fans wahrscheinlich da sein. Aber ich persönlich sehe Polen, auch vielleicht wegen persönlicher Präferenz, als Dritter oder Vierter der Gruppe. Wie sie ausscheiden, ist mir egal. Ich glaube, dass sie ausscheiden, auch weil sie, ja, weiß ich nicht, zu sehr auf Lewandowski vertrauen. Ich mag Lewandowski nicht. Ich mochte Lewandowski noch nie sonderlich. Lewandowski ist ein super Stürmer. Der schießt gerade in der Nationalmannschaft Tore am Fließband. Die haben auch zuletzt gegen Südkorea 3-2 gewonnen. Das ist auch nicht schlecht, auch wenn das irgendwie so ein bisschen die Schwäche zeigt, auf die ich gleich zu sprechen kommen werde. Sie haben davor gegen Nigeria verloren. Das kann passieren. Und ja, es ist ein bisschen kritisch. Ich werde es erklären. Erstmal, wer ist der potenziell überraschendste Spieler oder wer könnte richtig rausstechen? Das ist Karol Linety, der spielt bei Sampdoria, ist eines der größten Talente, was es eben so in Polen gibt. Frage ist, wird er von Anfang an spielen? Muss man sehen. Ansonsten gibt es da ja Kandidaten wie beispielsweise den Kollegen Piotr Zielinski, der eine sehr starke Saison bei Napoli gespielt hat und denke ich mal auch im Mittelfeld oder auf der Außenbahn, wo immer eingesetzt wird, eine große Rolle bei Polen spielen kann. Und ansonsten natürlich Arkadiusz Milik, der immer noch ein absolut bombastischer Stürmer ist. Die Sache ist nur, er wird zu wenig eingesetzt, sowohl bei Napoli als auch bei Polen, wo natürlich Robert Lewandowski auch vor ihm steht, von daher ist es verständlich. Ich bin gespannt, aber warum sehe ich denn Polen als Letzten? Das hat folgenden Grund. Szczęsny, super Torwart, aber Verteidigung, Glick ist super, ja, ist auch noch nicht zu alt, aber der Rest, Bednarek, Passan, Zionek, die sind nicht schlecht, aber die sind auch nicht auf dem Niveau, das du brauchst für eine WM eigentlich. Ja, Außenverteidiger, ja, Maciej Rybus, dann Berezinski, Pilszczek, Jedrzejczyk, wie auch immer, Arthur. Alles keine schlechten, aber auch alles keine überragenden. Das, ja, Pilszczek war Weltklasse, ist aber auch mittlerweile 33. Gerade auf der Außenbahn, wenn da ein schneller Spieler kommt, bei Kolumbien, bei Senegal oder bei Japan, wird es schwierig. Sechser sind stark, also Mittelfeldzentrale super, ja, also Zielinski, Krychowiak und auch Linety. Offensiv, Lewandowski, klar, Blaschikowski, Grosicki, das sind alle starke Spieler, aber ich glaube trotzdem, das wird leider Gottes nicht sonderlich weit gehen, was einfach daran liegt, dass ich die anderen Teams stärker einschätze oder glaube, dass die sich eher da reinspielen können in den Modus. Und wie gesagt, auch persönliche Präferenz. Polen hat, glaube ich, sogar den dritthöchsten Marktwert in der Gruppe. Warum ich Japan trotzdem vorne sehe,
Entschuldigung, doch den zweithöchsten. Siehst du, sag ich doch. Den zweithöchsten Marktwert in Europa. Aber warum ich Japan trotzdem vorne sehe, das ist schwer zu erklären. Das ist wirklich schwer zu erklären. Problematik bei Japan ist, die haben halt keinen richtig überragenden Spieler. Aber sie haben, irgendwas hat Japan an sich, was mir richtig Sorgen macht. Also ich glaube, die können richtig was reißen. Ne, die können vielleicht mit ein bisschen, in dieser Gruppe kann sowieso jeder ins Achtelfinale einziehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass Japan die Überraschung des ganzen Turniers wird. Weil sie ja die leichteste Gruppe haben, um zu überzeugen. Und weil sie gute Spieler haben. Inoue hat bei Alba eine klasse Saison gespielt. Haraguchi war bei Düsseldorf sehr stark. Usami ebenfalls. Honda ist immer noch eine Legende. Osako hat bei Köln, ist klar abgestiegen, aber auch nicht schlecht. Muto war bei Mainz am Ende nicht unwichtig, Okazaki war bei Leicester nicht schlecht, also gerade die Offensive stark, Mittelfeld, da haben wir Makoto Hasebe, der hat bei Frankfurt stark gespielt die Saison über, ansonsten haben wir viele Lokalmatadoren, unter anderem auch den ehemaligen 96er Otaru Yamaguchi, aber ja, Verteidigung lässt ein bisschen zu wünschen übrig, aber da haben sie auch Mario Yoshida immerhin, der spielt in der Premier League und ansonsten viele Spieler aus der eigenen Liga, Torwart, genau das gleiche. Ich kann mir schon vorstellen, dass die überraschen, weil sie halt keiner auf der Rechnung hat. Ich weiß nicht, warum ich das denke, aber irgendwas führt mich dazu. Ich meine, sie haben Testspiel gegen Ghana, gegen die Ukraine verloren, gegen Mali nur unentschieden. Also eigentlich spricht nichts dafür, dass sie sonderlich überzeugen werden oder irgendwie überraschen werden, aber ich sehe sie als potenzielle Überraschung. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich werden sie Letzter. Ich habe sie jetzt hier auf 3, aber warum, das weiß ich ehrlich gesagt auch selber nicht. Kommen wir zum Senegal. Auch der Senegal. Also Senegal ist in meinen Augen, also wie gesagt, Japan sehe ich als potenzielle Überraschung. Senegal glaube ich wirklich daran, dass die Überraschung werden. Also was heißt Überraschung? Sie kommen ins Achtelfinale. Da ist dann für jeden aus dieser Gruppe in meinen Augen Schluss, einfach weil die Leistungsdichtung, weil die Gruppen und die Auslosung nichts anderes übrig lassen. Aber schauen wir uns den Kader vom Senegal mal an. Torwart Gomib, der hat bei Spal Ferrara gespielt, das ist immerhin Serie A gewesen, das ist nicht schlecht, die sind abgestiegen, soweit ich mich erinnere, aber das ist trotzdem kein schlechter Torwart. Innenverteidigung, schon brutal, Koulibaly, Sané, das ist sehr, sehr gut, das ist definitiv nicht zu unterschätzen. Rechtsverteidiger, Wague, wer meine letzten Videos gesehen hat zum Team of the Season, gerade mein bestes Video, der kennt Wague und mal sehen, ob der Stammspieler spielen wird, aber es wäre schon geil. Links, Sis, auch kein schlechter, Sabali kann, glaube ich, auf beiden Seiten sogar spielen, der von Bordeaux. Muss man sehen, aber auch kein schlechter. Mittelfeld, ja, Ndiaye, Kouyaté, Idrissa Gueye, Ndiaye Nummer 2, der von Stoke. Alles Spieler aus, ja, respektablen Ligen. Entweder englische Zweite und Aufsteiger, wie Ndiaye. Englische Zweite und nicht aufgestiegen, aber trotzdem nicht schlecht, wie Cheick Ndoye. Ich glaube, der war vorher bei Angers und hat da richtig zerstört, wenn er das war. Ich glaube, das ist der. Und ja, sowohl, okay, Stoke ist abgestiegen, aber Ndiaye ist trotzdem kein schlechter. Genauso bin ich wie Kouyaté und wie Idrissa Gueye. Also definitiv Potenzial. Außenbahn super besetzt mit Mané, mit Keita Baldé, mit Niang und auch der Sturm ist nicht schlecht, also mit Sarr auch von Rennes. Und auch der Sturm ist nicht schlecht besetzt mit Diouf, mit Konaté und mit Sako, mit Sow. Boah, das ist, also das ist ein Team, dem traue ich viel zu. Das ist eine Menge Qualität und vor allem mit Tempo. Und das ist eben das Problem bei Polen. Die Außenbahnen sind nicht so schnell. Japans Außenverteidiger sind vielleicht qualitativ nicht so hochwertig oder sie spielen mit Dreierkette und sind dementsprechend noch anfälliger. Wer weiß? Da geht was, in meinen Augen zumindest. Also da geht eine Menge sogar. Ich kann mir mehr als gut vorstellen, dass der Senegal ins Achtelfinale einziehen wird, vielleicht sogar als Gruppensieger, einfach weil sie die nötige Qualität im Kader haben und weil sie vielleicht auch nicht so jemanden wirklich auf der Rechnung hat. Ja, also ich habe überall gesehen, Polen geht als Zweiter aus der Gruppenphase raus. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das macht der Senegal. Ich glaube, dass Mané eine klasse WM spielen wird. Ich glaube, die größte Überraschung, beziehungsweise okay, Baldé ist halt keine wirkliche Überraschung. Ne? Der wird wahrscheinlich auch erwartet gut spielen. Aber der wird trotzdem überzeugen, genauso wie Niang, kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Vielleicht auch so einer wie Diouf oder Sow macht nochmal zum Ende seiner Karriere was richtig Krasses. Wer weiß. Aber sie haben auf jeden Fall einen starken Kader und dementsprechend sehe ich es als Zweiter in der Gruppe. Letzte Testspielergebnisse waren nicht so überragend. Bosnien 0-0, Usbekistan 1-1, also das ist wirklich schlecht. Luxemburg 0-0, das ist miserabel. Aber naja, wer weiß, vielleicht wird es trotzdem richtig, richtig gut. Ich traue denen auf jeden Fall einiges zu und damit kommen wir zum letzten Team der kompletten Analyse für die WM und dem letzten in der letzten Gruppe logischerweise auch, und zwar Kolumbien.
Kolumbien sehe ich als Favoriten in der Gruppe, einfach aufgrund dessen, dass das Südamerikaner sind. Die kommen mit einem besonderen Spirit und die haben die letzten Jahre eigentlich auch immer gut gespielt. Gerade 2014 waren sie extrem stark bei der WM und ich denke, das können sie auch dieses Mal fortsetzen. Torwart Ospina ist solide. Verteidigung, da haben sie gute Spieler. Mit Cristian Zapata, der ist extrem erfahren. Oscar Murillo, gut spielt in Mexiko, aber ist auch erfahren. Jerry Mina, immerhin Barcelona im Kader. Davinson Sanchez hat gut gespielt in seiner ersten Saison bei den Spurs. Außenverteidiger Santiago Arias hat super gespielt bei PSV. Fabra und Mojica sind auch schnelle Außenverteidiger. Das brauchst du bei der Weltmeisterschaft in meinen Augen. Dazu hast du ein solides Mittelfeld mit beispielsweise Carlos Sanchez, der natürlich in die Jahre kommt, aber trotzdem kein schlechter ist. Eine Menge Erfahrung mitbringt, genauso wie Abel Aguilar. Dazu kommt beispielsweise Lerma, der spielt bei Levante. Das sind gute Spieler. Zentraloffensiv hast du James Rodriguez, Juan Quintero, beide Spieler, die auf definitiv großem Niveau spielen können. Quintero hat sein Potenzial niemals wirklich erfüllt, aber mittlerweile spielt er bei River Plate und ist, denke ich mal, da auch nicht so unerfolgreich. Ansonsten wäre er nicht nominiert worden. Und Sturmspitze, da hast du Falcao, da hast du Bacca, da hast du Muriel. Außenbahn, Izquierdo, der hat sich bei Brighton & Hove richtig gut gemacht in der ersten Saison in der Premier League. Ist vor allem durch seine Dribbelstärke und sein Tempo eine absolute Waffe, die man niemals unterschätzen darf. Solche Spieler sind dann einfach stark. Das ist bei Mexiko genau das gleiche mit Lozano. Cuadrado hat dazu eine unglaubliche Technik, spielt bei einem der besten Vereine der Welt. Es sieht alles gut aus. Es sieht alles gut aus für Kolumbien und dementsprechend glaube ich, dass sie diese Gruppe gewinnen werden. Ja, erstes Spiel ist gegen Japan, damit gegen das vermeintlich schwächste Team. Ich glaube, das werden sie gewinnen. Zweites Spiel ist gegen Polen. Ich glaube, auch das werden sie gewinnen. Und genau deswegen glaube ich tatsächlich auch, dass der Senegal weiterkommt, weil Senegal wird im ersten Spiel gegen Polen unentschieden spielen und wird es schaffen, gegen Japan zu gewinnen. Währenddessen gewinnt Polen lediglich gegen Japan. Ja, und spielt unentschieden gegen den Senegal. Und gewinnt niedriger gegen Japan. So, ist richtig. Ne? Ich meine, klar, Polen hat den kleinen, aber feinen Vorteil, dass sie halt eben als letztes gegen Japan spielen, am letzten Spieltag. Aber trotzdem glaube ich, dass dieser Druck zu groß sein wird und dass Japan alles reinwerfen wird. Vielleicht haben die ja sogar auch noch eine Chance. Wer weiß, vielleicht holen die einen Punkt oder vielleicht wollen die unbedingt den ersten Sieg haben. Und dementsprechend wird Senegal machen und Kolumbien aber trotzdem als Erster. Und die werden vielleicht sogar alle drei Spiele gewinnen. Ja, kann ich mir vorstellen. Kann ich mir durchaus vorstellen. Vielleicht das letzte Spiel so unentschieden. Dann wäre Senegal sowieso weiter nach meiner Logik. Weil Kolumbien dann schon durch ist nach zwei Siegen. Aber ja, abwarten. Ich kann es mir vorstellen, dass Kolumbien gegen Senegal unentschieden spielt. Ja. Aber trotzdem werden sie weiter und werden im Achtelfinale. Problematik ist, im Achtelfinale werden sie auf Belgien oder England treffen und dann ist in 90% der Fälle Endstation natürlich der Spirit Südamerikaner und so bei WMs immer. Aber ich glaube, dass sowohl England als auch Belgien zu stark sind. Ich glaube, gegen Belgien hätten sie bessere Chancen, nach dem, was ich auch im letzten Video zu England gesagt habe. Wenn ihr das nicht gesehen habt, schaut es euch an. Aber ja, das war's von diesem Video. Schaut euch sowieso alle Videos an, die ich hier in dieser Prognose gemacht habe. Ich würde mich freuen. Das war's vom letzten Part. Das nächste Video wird dann sein, meine Prediction bzw. meine Prognose von allen Spielen mit meinen Ergebnistipps und zwar, was ich an dem Tag denke. Also quasi meine Meinung zu den ganzen Spielen an dem Tag. Das war jetzt genau das Gleiche, was ich gerade gesagt habe. Damit meine ich lediglich, dass ich natürlich die Spiele, was Tipprunden und so angehen, angeht, an den jeweiligen Tagen erst tippe. Aber an dem Tag werde ich einfach alles einmal durchtippen, das wird morgen wahrscheinlich sein, und euch dann sagen, was ich denke, was passieren wird. So. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen da. Wir sehen uns. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein. Und ciao.